ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Wenn es überhaupt eine gute Nachricht gibt in diesen gar nicht guten Zeiten, dann ist es heute die. Hunderte Menschen haben es geschafft, sich aus umkämpften Städten in Sicherheit zu bringen, ohne dass sie von der russischen Armee beschossen wurden. Eine Feuerpause hielt, nicht überall, aber zumindest in einzelnen Städten. Dies betonen zu müssen, dass auf Zivilisten nicht geschossen wird, zeigt, wie erbarmungslos dieser Krieg inzwischen geführt wird. Kurz vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit einem Politiker aus dem engsten ukrainischen Führungskreis zu sprechen, dem Sicherheitsberater Selenskys. Das Interview gleich. Doch zuvor Jan Koch über Tag 12 dieses Angriffskriegs auf die Ukraine. Wer kämpfen will, soll kämpfen. Doch zumindest auch das Nötigste wissen, wie sie funktionieren, die Waffen, die einige bis vor Tagen wohl noch nie in ihren Händen gehalten haben. Während diesen Zeiten müssen wir einfach lernen, bereit zu sein. Wir können danach Angst haben. Jetzt müssen wir einfach tun, was wir tun können. Kiew bereitet sich weiterhin auf das Schlimmste vor, nutzt die Tage, baut Barrikaden, Kontrollpunkte. Vorbereitungen im ganzen Land, auch in der Kiewer Vorstadt Irpin, wo viele auch heute wieder versuchen, aus der Region herauszukommen. Und wo ein Kind nicht begreifen kann, warum es seinen Vater, einen Polizisten, gehen lassen muss. Er ist einer von vielen, die kämpfen sollen, die kämpfen müssen. Und auch hier in Odessa, Bilder der vergangenen Tage. Dort, wo der Krieg noch nicht so wütet wie im restlichen Land, haben sie noch Zeit. Soldatinnen und Soldaten wie Lisa zum Beispiel. Auch wenn sie sich zur Soldatin hat ausbilden lassen, dass die 19-Jährige so schnell in den Krieg muss, damit hat sie nicht gerechnet. Ich bin mit 16 auf eine Militärschule gegangen. Das hat 2,5 Jahre gedauert. Und jetzt vor 5 Tagen bin ich zur Armee gegangen. Ob sie siegen, ob sie überleben, kann ihnen niemand sagen. Genauso wie ihnen, den Leuten im heftig umkämpften Mariupol im Südosten der Ukraine. Im Moment bleibt nur Zerstörung. Eine unfassbare neue Realität. Wir haben keine Elektrizität. Wir haben nichts zu essen, keine Medizin. Wir haben nichts. Tagelang keine Ruhe in der Stadt am Schwarzen Meer. Supermarktregale leergeräumt. Mariupol, eine der Städte, die die russische Armee offenbar eingekesselt hat, wo es auch heute wieder Fluchtkorridore herausgeben sollte, sollte. Denn der Weg galt schon gestern als nicht sicher genug, wie das Rote Kreuz berichtet. Und so gibt es nur aus der Stadt Sumy Bilder von Evakuierungen. Ihr Ziel? Nicht selten der Westen der Ukraine. Am Lwiwer Bahnhof kommen tagtäglich Zehntausende an. Verzweifelt, aber auch voller Hoffnung. Wir sind aus Kiew gekommen, weil dort heftig gekämpft wird. Rechts des Dnipro, des Flusses, schießen sie auf Wohnblöcke. Wir haben viel Zeit in Luftschutzbunkern verbracht. Wir wollen ein besseres Leben für unsere Kinder. Sie geht und sie sind bis heute geblieben. Menschen in den U-Bahn-Stationen von Kiew, die irgendwie weitermachen und auf ihre Soldaten, ihre Verteidigung hoffen. Und per Skype bin ich jetzt verbunden in Kiew mit Igor Zhovkwa. Er ist der Sicherheitsberater des Mannes, auf den gerade die ganze Welt schaut, des ukrainischen Präsidenten. Guten Abend, Herr Zhovkwa. Good evening. Guten Abend. Mögen Sie uns als erstes erzählen, wie ist die Situation in Kiew derzeit? Wir hören, dass Tausende weiterhin versuchen, die Stadt zu verlassen. Die Situation ist sehr schwierig um Kiew herum, am Stadtrand. Es gibt dort diverse Kleinstädte, die bereits umringt sind. Und in den Randgebieten der Stadt versuchen sie, ihre Kleinstädte Vorstädte zu verlassen. Sie werden Tag und Nacht bombardiert. Und ich kann da Gustom, da Bucha, Irpin, diese Städte
sind wirklich Symbole für Heldentum. Die Hauptstadt kämpft weiterhin. Der Präsident befindet sich in der Hauptstadt Kiew. Und wir werden bis zum bitteren Ende kämpfen. Und es ist tatsächlich sehr wichtig, dass die Russen die Stadt nicht einnehmen können. Das wäre für die ein großer Symbolgehalt, aber das ist auch weit entfernt. Nun hören wir von diversen Militärexperten, dass die russischen Truppen Kiew einkreisen wollen, und zwar komplett. Wann rechnen Sie mit einem Angriff auf die Stadt? Ja, die wollten am ersten Tag schon die Stadt Kiew umzingeln, vor fast zwei Wochen. Sie bombardieren die Vorstädte, die Randgebiete der Stadt, die Wohngebiete dort. Und es ist also nicht so, dass sie nur die militärische Infrastruktur attackieren. Sie wollten einen Blitzkrieg entfachen in den ersten zwei Tagen. Das hat aber nicht stattgefunden. Und insofern haben wir noch viele Ressourcen, um die Hauptstadt zu verteidigen, zu überleben. Und das gilt auch für andere Städte. Denn die Russen haben nicht nur Kiew ins Visier genommen, sondern Charkiw auch im Osten der Ukraine, Odessa im Süden. Die Ziele sind auch die anderen Großstädte. Aber keine der Großstädte ist gegenwärtig von den Russen wirklich eingenommen worden. Und die Ukrainer, die Menschen marschieren auf der Straße mit der ukrainischen Fahne, sie singen die ukrainische Nationalhymne und die Städte sind nach wie vor im Geiste und in der Seele ukrainisch. Sie sagen es selbst, die russischen Truppen scheinen nicht so voranzukommen, wie es Präsident Putin wohl vorhatte. Aber alle Militärexperten weisen immer wieder dennoch darauf hin, dass die Ukraine einer militärischen Übermacht gegenübersteht. Woher nehmen Sie die Hoffnungen, dass Sie diesen Krieg gewinnen könnten? Gut, die Militärexperten hätten wahrscheinlich zu Beginn des Krieges gesagt, dass die Ukraine innerhalb der ersten drei, vier, fünf Tage aufgeben würde, sich ergeben würde. Das hatten viele Experten gesagt und das haben wahrscheinlich auch die russischen Militärexperten vermutet. Jetzt sind wir am 13. Tag des Krieges. Nichts wirklich Wichtiges ist erreicht worden von den russischen Truppen aufgrund der Widerstandskraft der ukrainischen militärischen Truppen und auch aufgrund der Kampfbereitschaft. Das heißt, wir stützen uns auf die Kraft und die Willenskraft unserer Armee. Die russischen Kräfte scheitern. Die Ukraine wird nicht eingenommen werden. Was wir jetzt von Ihrer Seite hören, ist, dass Sie von der NATO keine Mitgliedschaft mehr erwarten, sondern dass Sie bereit wären, einen Kompromiss einzugehen, der da heißt, Sie verlangen sogenannte Sicherheitsgarantien von der NATO. Das wäre ein neuer, weitreichender Schritt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Situation, die im Budapester Memorandum ja festgehalten ist, da haben wir die Nuklearwaffen aufgegeben in der Ukraine in diesem Übereinkommen und dass so etwas nicht wieder passieren kann wie jetzt. Das erwarten wir also von den Nachbarländern der Ukraine, einschließlich Russland, Deutschland, Polen, die Türkei. Wir erwarten eine Sicherheitsgarantie der ukrainischen Souveränität. Das ist, was wir verlangen. Wir verlangen solche Garantien, damit wir nicht eine solche Wiederholung eines Krieges erleben können. Das ist wirklich das wahnsinnig Wichtige für uns. Auch darüber könnte jetzt konkret gesprochen werden. Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden soll ja jetzt erstmals auf Regierungsebene gesprochen werden. Am Donnerstag sollen sich der ukrainische und russische Außenminister in Antalya treffen. Was erwarten Sie, was da herauskommen kann? Die einzigen ernsthaften Verhandlungen, die hier mit den Russen geführt werden können, wären auf Präsidentenebene. Mein Präsident ist dazu bereit und die internationalen Partner sollten uns helfen, ein solches Treffen zustande zu bringen. Wir sprechen mit dem deutschen Bundeskanzler, um ein solches Treffen zustande zu bringen. Leider besteht auf russischer Seite dazu keine Bereitschaft. Während dieser Verhandlungen, möglicherweise stattfindenden Verhandlungen, glauben wir, dass wir eine ganze Reihe von Punkten behandeln könnten. Welche wären denn das?
Nun liegt es ja in der Natur von Verhandlungen, dass sie nur erfolgreich sein können, wenn jede Seite auch nachgibt, unabhängig davon, dass die ganze Welt weiß, wer der Angreifer ist und wer der Angegriffene in diesem Fall. Wo ist die Ukraine konkret bereit, auf Russland zuzugehen? Die Ukraine wird keine Kompromisse akzeptieren, keine Ultimaten. Die herausragende Voraussetzung für Verhandlungen ist der Rückzug der russischen Truppen, ein Waffenstillstand. Das heißt, das wären die ersten Voraussetzungen, die erfüllt sein müssten. Und ansonsten könnte man, was Sie auch erwähnt haben, diskutieren, wie es mit einer Neutralität, möglichen Neutralität der Ukraine aussehen könnte. Aber solche Verhandlungen und eine mögliche Übereinkunft können erst zustande kommen, wenn die Kriegshandlungen aufgehört haben. Wir sind ja nicht die Aggressoren, wir werden nie die Angreifer sein. Und wir brauchen deshalb strikte Garantien, damit eine solche Situation nie wieder eintreten kann. Übrigens nicht nur in der Ukraine. Denn hier in Deutschland sollten die Menschen sich klar machen, dass wenn wir hier die russischen Aggressoren nicht stoppen können, dann wird Russland nicht innehalten an den ukrainischen Grenzen, sondern man wird weitere Länder invadieren, die baltischen Republiken, Polen möglicherweise. Das könnte weiterreichen. Und insofern müssen sie der Ukraine beistehen, nicht nur verbal, nicht nur indem man seine Sorge zum Ausdruck bringt, sondern durch aktive Handlungen. Sie sind ja in Deutschland der Wirtschaftsmotor der EU. Und insofern erwarten wir von Deutschland auch, dass man eine Führungsrolle übernimmt bei den Sanktionen gegen Russland. Wir bitten um ein Embargo russischen Gases und russischen Öls. Und dass sämtliche Konten eingefroren werden in den deutschen Banken. Wir fordern, dass die Waren beschlagnahmt werden, die Russen gehören. Und die SWIFT-Sanktionen sollten auf alle russischen Banken ausgedehnt werden. Das ist wichtig, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Deutschland. Ich denke, Sie sollten Ihre Verantwortung hier begreifen, auch für die Ukraine. Sie sind die führende Nation in der EU und wir zählen auf Sie. Das wird ja auch gerade diskutiert in der EU. Aber was ich jetzt noch einmal nachfragen wollte, wenn es zu Verhandlungen kommt auf der Ebene der Präsidenten, wären Sie dann bereit, habe ich das richtig verstanden, einen neutralen Status der Ukraine zu akzeptieren? Solche Fragen ließen sich in Verhandlungen diskutieren. Das ist durchaus möglich. Herr Zhovka, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns zu reden. Vielen Dank für das Gespräch nach Kiew. Many thanks. Ich danke Ihnen. Und gerade als wir dieses Interview beendet hatten, kam die Meldung, dass Bewegung in eine wichtige Frage kommt, ob nämlich die Ukraine vom Westen Unterstützung für ihre Luftwaffe bekommt. Polen ist demnach bereit, eigene Kampfjets auf den Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland zu liefern und den USA zur Verfügung zu stellen. Markus Preis in Brüssel. Um was für Flugzeuge geht es da? Ja, es geht angeblich um bis zu 28 polnische Kampfjets und zwar MiG-Kampfjets, MiG-29-Jets. Warum genau die? Weil die sind aus sowjetischer Produktion noch und das sind eben Flugzeuge, auf denen ukrainische Piloten auch ausgebildet sind. Deswegen hatte die Ukraine darum gebeten, dass diese Flugzeuge geliefert werden. Polen hatte das immer abgelehnt, einfach weil das Land nicht selber Kriegspartei werden wollte. Heute Abend aber heißt es, Polen sei bereit, diese Flugzeuge abzugeben und zwar sofort nach Ramstein auf den Stützpunkt der USA zu bringen und damit eben zur Verfügung zu stellen. Polen erwartet aber im Gegenzug, dass die USA dann entsprechend Ersatz liefern. Das wären dann wahrscheinlich F-16-Kampfjets, damit Polen also genauso viele Kampfjets hat wie vorher. Und Polen erwartet auch, dass andere Länder, die solche Flugzeuge haben, sich auch beteiligen. Das wären dann Bulgarien und die Slowakei. Und die haben das bisher auch abgelehnt. Kommen wir damit in die Nähe einer entscheidenden Frage. Bedeutet das womöglich, dass die NATO direkt in den Konflikt eingreift? Also Stand heute Abend muss man erstmal sagen, es gibt noch keine offizielle Reaktion aus den USA, was denn dann mit diesen Flugzeugen passieren würde, wenn sie denn in Ramstein sind. Aber man merkt eben, das ist eine sehr, sehr heikle Frage und entsprechend hat sich auch der polnische Regierungschef Morawiecki heute geäußert. Der war
in Norwegen. Und dort hat er gesagt, wenn so eine Lieferung passieren würde, dann ist aus seiner Sicht notwendig, dass die gesamte NATO einstimmig dem zustimmt. Und da sieht man eben, wie heikel diese Frage ist. Und das russische Verteidigungsministerium, das hat vor ein paar Tagen auch schon gesagt, das würde die Lieferung solcher Kampfjets und auch die Nutzung von Flughäfen als sozusagen Beteiligung an einer Kriegshandlung betrachten. Danke für die Einschätzung, Markus Preiß nach Brüssel. Gehen wir mal an den Anfang der Geschichte. Mit Russland Geschäfte zu machen, war mal ein Grund zu feiern. Putin hatte gerade eine Pause vom Präsidentenamt und so drehte Angela Merkel gemeinsam mit dem damaligen russischen Präsidenten Medvedev das große Rad für die Gasversorgung der Zukunft, wie sie damals glaubten. Hier weihen sie gerade die Gaspipeline Nord Stream 1 ein. Und dass der Herr ganz links im Bild, im Hintergrund, inzwischen merkwürdig stumm geworden ist, das ist nur eine Fußnote der Zeitenwende, von der in diesen Tagen so oft die Rede ist. Vor allem die EU will die Abhängigkeit von russischem Gas jetzt möglichst schnell zur Vergangenheit machen. Über die schwierige Suche nach Alternativen Michael Grütz. Hier vor Wilhelmshaven wurde er schon vor Jahren geplant, aber nie gebaut. Ein Hafen für Flüssiggastanker. Jetzt soll alles ganz schnell gehen, denn Deutschland hat bislang keinen LNG-Hafen, will aber mehr Flüssigerdgas importieren. LNG-Gas aus den USA, Japan, Katar, Algerien oder Ägypten soll möglichst viel russisches Gas ersetzen. Der Brüsseler Denkfabrik Bruegel zufolge hat sich der Anteil von LNG-Gas in Europa im Vergleich zum Jahresbeginn 2021 bereits verdoppelt. Aber reicht das? Was, wenn morgen gar kein Gas, kein Öl mehr aus Russland käme? Wenn es zu so einem Szenario kommt, in dem es einen Totalboykott gibt, dann werden wir alle weniger Auto fahren können. Dann werden wir auch die Temperaturen in den Räumen senken müssen. Und dann wird es auch wirtschaftlich zu signifikanten Auswirkungen kommen. Wie aber kann das verhindert werden? Mehr Strom aus Kohle, ein verzögerter Atomausstieg, seien Optionen theoretisch. Denn ob der beschlossene Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland technisch einfach rückgängig gemacht werden kann, offen. Die EU-Kommission legt am Nachmittag ihren Plan vor. Der setzt vor allem auf Beschleunigung bei erneuerbaren Energien, bei Betriebsgenehmigungen, bei neuen Lieferanten. So soll die Abhängigkeit von russischem Gas verringert werden. Um zwei Drittel bis zum Ende des Jahres. Das wird hart. Verdammt hart. Aber es ist möglich, wenn wir weiter und schneller gehen wollen, als wir das bislang getan haben. Aber es wird eben nicht reichen und wirkt auch nicht sofort. Hinzu kommt, manche EU-Mitglieder sind zu 100% abhängig von russischem Gas. Nicht zu vergessen, auch beim Erdöl ist Russland zweitwichtigster Lieferant in der Welt. Es wird also schwierig, russische Energie vollständig zu ersetzen. Trotzdem wollen manche EU-Mitglieder die Sanktionen auch auf sie, die Energieimporte, ausweiten. Litauen hat keine roten Linien, wenn es zu Sanktionen kommt. Es gibt keine Maßnahmen, die tabu sind, inklusive Energie. Genau das hat die Bundesregierung gestern noch abgelehnt und fordert, die Energieversorgung mit Russland weiterzuführen. Am Nachmittag dann schafft US-Präsident Joe Biden Fakten. Heute gebe ich bekannt, dass die USA die Schlagader der russischen Wirtschaft treffen wird. Wir verhängen einen Bann auf russisches Öl und Gas. Die Amerikaner unternehmen einen weiteren kraftvollen Schlag gegen die russische Kriegsmaschinerie. Bald könnte es allerdings auch zu Gegensanktionen kommen. Russland droht, Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 zu kappen. Tja, im Vergleich zur EU sind die USA also mit ihrem Importstopp für russisches Öl geradezu im Eiltempo unterwegs, fragen wir nach bei Claudia Buckenmeier in Washington. Warum geht hier die US-Regierung voran, wenn doch die Verbündeten vereinbart hatten, gemeinsam Sanktionen zu beschließen? Ja, das war heute zwar ein Alleingang, aber nach allem, was wir wissen, einer, der eng mit den Verbündeten abgestimmt worden war. Fast zwei Stunden hatte US-Präsident Biden gestern mit Bundeskanzler Scholz, dem französischen Präsidenten Macron und dem britischen Premier Johnson gesprochen und sich beraten. Und er hat dann heute betont, dass die USA Verständnis dafür hätten, dass die Partner diesen Schritt nicht mitgehen, auch nicht mitgehen könnten, weil sie eben viel abhängiger von russischem Öl und Gas wären.
Die USA können diesen Schritt machen, weil sie gerade mal in letzter Zeit 8% ihres Öls und ihrer raffinierten Produkte aus Russland bezogen haben, aber vor allem auch, weil sie die Kapazitäten für die Produktion im eigenen Land weiter ausweiten könnten. Die Regierung spricht davon, von 9.000 Bohrlizenzen. Die seien bereits vergeben, würden bisher aber überhaupt nicht genutzt. Und das wird mantramäßig im Moment wiederholt. Also auch wenn dieser Schritt heute alleine gegangen wurde, will man alles tun, dass kein Zweifel daran aufkommt, dass es weiterhin eine einheitliche Linie gegenüber Russland gibt. Und diese Einheit, die wird hier weiter beschworen. Danke, Claudia, nach Washington. Ja, und weil vor allem Deutschland im Vergleich zu den USA und auch im Vergleich zu vielen EU-Staaten deutlich abhängiger ist von russischem Gas, Öl und Kohle, ist die Devise bei uns Energiesparen. Der gute alte autofreie Sonntag aus den 70ern könnte womöglich auch wieder zurückkehren. Doch weil von russischer Energie viel mehr abhängt als nur die Sonntagsfahrt, müssen wir uns auch in Deutschland Gedanken darüber machen, wie wir, wenn schon nicht sofort, dann aber auch so schnell wie möglich uns unabhängig machen, auch wenn uns das teuer zu stehen kommt. Peter Gerhardt. Diesel und Super deutlich über 2 Euro, E10 nur knapp drunter. Was sonst zu Wutausbrüchen erzürnter Autofahrer führen würde, in der momentanen Situation gibt es dafür sogar Verständnis an der Zapfsäule. Ich bin sehr wütend über die Vorgänge in der Welt, in der Ukraine. Und deswegen ist das wirklich zweitrangig. Es ist eine Katastrophe, aber also ich zahle lieber ein bisschen mehr, wenn wir im Moment kein russisches Öl nehmen. Und so wird eine Forderung immer lauter. Verzicht auf russisches Öl und Gas. Denn mit den derzeit noch sprudelnden Verkaufserlösen von mehreren 100 Millionen Euro täglich halte Russland seine Wirtschaft über Wasser. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert ein Energieembargo sofort. Je länger wir warten, desto mehr Zeit bleibt ja auch Russland und seinen Verbündeten, sich auf die Sanktionen einzustellen. Und das nimmt einem Embargo unter Umständen die Schlagkraft. Das heißt, wenn man es erwägt und für zielführend hält, dann sollte man jetzt schnell handeln. Es geht vor allem ums Gas. Mehr als die Hälfte unseres Verbrauchs kommt aus Russland. Was würde es für Deutschland bedeuten, wenn die Pipelines wie Nord Stream 1 von heute auf morgen gekappt würden? Aktuell dürften sich die Auswirkungen in Grenzen halten. Die Speicher, die Gasspeicher sind aktuell noch zu knapp 30% gefüllt. Bei einem Lieferstopp von russischem Gas würden sich also nicht unmittelbar Engpässe ergeben. Die Herausforderung wäre die Vorbereitung auf den nächsten Winter. Trotzdem dürften bei einem sofortigen Einkaufsstopp in Russland die Gaspreise erst einmal weiter drastisch steigen. Mit schweren Auswirkungen auch auf die deutsche Wirtschaft. Der Bundeswirtschaftsminister tritt deshalb auf die Bremse. Die Sanktionen sind mit Absicht und mit Bedacht so gewählt worden, dass sie die russische Wirtschaft und das Regime Putin schwer treffen. Aber sie sind eben auch so gewählt worden, dass wir sie als Volkswirtschaft, als Nation lange durchhalten können. An Deutschlands Tankstellen sind die Sanktionsfolgen jetzt schon spürbar. Und damit werden sie zu einer Frage, die auch Politiker im Wahlkampf beschäftigt. So fordert der saarländische Ministerpräsident heute, der Staat müsse allen Autofahrern helfen. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen. Deswegen habe ich die herzliche Bitte, unterstützt mich dabei, jetzt wirklich die Stimme laut zu machen gegenüber der Bundesregierung. Eine Spritpreisbremse, die muss jetzt her. Sozialverbände halten nicht viel davon. Statt staatlicher Geldgeschenke für alle fordern sie höhere Energiezuschüsse für ärmere Menschen. Lasst es bei gezielten Hilfen. Es brauchen nicht alle Unterstützung. Deutschland hat auch sehr viel wohlhabende Menschen. Wir müssen die unterstützen, die es brauchen. Die hohen Spritpreise könnten erst der Anfang sein. Und die Diskussion, wie Deutschland mit den Sanktionsfolgen umgehen soll, hat gerade erst begonnen. Und ich begrüße den niedersächsischen Energieminister Olaf Lies, der auch die Energieministerkonferenz derzeit leitet. Guten Abend, Herr Lies. Guten Abend, Frau Mioska. Die Amerikaner verhängen einen Stopp für russisches Öl, für Gas und für Kohle. Welche Botschaft wird wohl an Putin ausgesandt, dass die Deutschen da nicht mitziehen? Naja, wir müssen ganz klar sagen, die Sanktionen, die wir vornehmen, die richten sich gegen Russland. Und das ist der entscheidende Weg. Und wir müssen sicherlich aufpassen, dass nicht der Großteil der Sanktionen dann sich wieder gegen Deutschland richten, weil die Frage der Energieversorgung, der Gasversorgung für uns hier in Deutschland eine ganz große Rolle spielt.
Aber wenn ich jetzt mal kurz die Wirtschaftsweise zitieren darf, die wir gerade gehört haben. Je länger wir warten, sagt Veronika Grimm, desto mehr Zeit bleibt ja auch Russland, sich auf diese Sanktionen einzustellen. Und das nimmt einem Embargo unter Umständen die Schlagkraft. Das heißt, wenn Embargo, dann jetzt. Ja, umso wichtiger das, was wir heute auch in der Energieministerkonferenz zusammen mit Robert Habeck beschlossen haben. Alle Maßnahmen zu ergreifen, um zu diversifizieren, um die Kohleversorgung zu sichern, um Alternativen zum russischen Erdgas sicherzustellen und natürlich auch die klare Botschaft, wir müssen viel schneller bei den Erneuerbaren werden. Wir brauchen also eigene Antworten darauf, dass wir neben den bisherigen Sanktionen dann auch perspektivisch auf Gas und Öl und Kohle aus Russland verzichten können. Perspektivisch. Das Problem ist doch, dass der Ausbau der Erneuerbaren, auch wenn wir jetzt, wie Robert Habeck heute sagte, in einem Tesla-Tempo vorankommen wollen, noch Jahre oder gar Jahrzehnte dauert. Müssen wir auch hier das Rad zurückdrehen? Wir erleben ja gerade schon einige Kehrtwenden in der deutschen Politik und die Kohlekraftwerke länger laufen lassen? Also wir müssen, wenn wir Kohlekraft länger brauchen, parallel deutlich schneller die Erneuerbaren ausbauen. Am Klimaziel darf sich nichts verändern. Und ich hoffe, dass die Menschen, die ja auch durchaus kritisch beim Ausbau der Windenergie waren, eher die Windenergie als Belastung empfunden haben, erkennen, dass der Ausbau der Erneuerbaren die einzige Chance für bezahlbare, verlässliche, unabhängige Energie ist, dass Sicherheit und Freiheit auch von der Frage der eigenen Energieversorgung abhängen. Habe ich verstanden. Aber die Frage war, müssen wir die Kohlekraftwerke länger laufen lassen? Wir werden auf jeden Fall keins der Kohlekraftwerke aus der Reserve nehmen oder vorzeitig abschalten, sondern wir müssen die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleisten und garantieren. Aber das darf nicht sein, worauf man sich ausruht und sagt, dann ist die Versorgung mit Kohle gesichert, sondern jede Klimaauswirkung der Kohlekraftwerke muss kompensiert werden durch einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren. Aber alle Kraftwerke, die wir brauchen, müssen auch in Betrieb bleiben. Wie können wir denn kompensieren, wenn Russland seinerzeit den Gashahn zudreht? Das ist tatsächlich im Moment beim Gas eine europäische Antwort, die wir geben müssen. Wir setzen ja sehr darauf, sehr schnell auch eigene Importterminals für LNG in Deutschland zu bauen. Aber wir werden auch auf europäische Lösungen zurückgreifen müssen. Die europäischen LNG-Terminals sind nicht ausgelastet. Das heißt, wir haben eine Chance, jetzt diese Versorgungssicherheit in Partnerschaft mit Europa zu lösen. Aber das geht nur eine gewisse Zeit. Das heißt, wir müssen tatsächlich in Rekordtempo eigene Versorgungs- und Importinfrastrukturen ausbauen. Da sind wir in Wilhelmshaven, in Brunsbüttel, aber auch in Stade gerade bei. Mhm. Dieses LNG, also Flüssiggas, dient vielleicht der Versorgungssicherheit, aber es ist sehr teuer. Schon jetzt steigen die Preise. Und sie werden aufgrund dieses Krieges noch weiter steigen. Sie haben heute einen Energiepreisschutzschirm gefordert. Was genau ist das? Wie genau soll der aussehen? Ja, die Auswirkungen, die wir heute schon erleben bei den Energiepreisen, sind dramatisch. Sie treffen zwei Teile in unserem Staat ganz besonders. Den Bürger, die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen müssen wir mit den Maßnahmen, die wir bisher hatten, Wohngeldzuschuss, Pendlerpauschale, Entlastung von Familien, also da, wo der Handlungsbedarf groß ist, da werden wir nachsteuern müssen. Da wird auch der Bund mit Sicherheit nachsteuern. Wir brauchen aber auch den zweiten Teil, den wir sicherstellen müssen. Nämlich, das hat sehr intensive Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Wirtschaftlichkeit unserer Unternehmen. Und auch da brauchen wir Instrumente. Und jetzt sind wir mit dem Bund gemeinsam dabei, welche Instrumente zielgerichtet schnell helfen, aber vor allen Dingen die Menschen, die sich Energie leisten können müssen, die eine warme Wohnung brauchen, die müssen wir in den Blick nehmen und denen müssen wir helfen. Was haben Sie denn für Instrumente im Blick? Sind das Steuererleichterungen oder beispielsweise Zahlungen an die Verbraucherinnen und Verbraucher, also eine Art Energiebonus? Woran denken Sie? Ich würde erst mal sehen, die Maßnahmen, die der Bund schon ergriffen hat, die ja richtig waren. Das war eine Zeit, wo wir eine Strompreisdebatte geführt haben. Jetzt führen wir eine Verknappungsdebatte, die Preise weiter explodieren lässt. Sind Wohngeldzuschuss, Einzelzuschuss für diejenigen, die bedürftig sind. Wir werden noch mal diese, glaube ich, Kategorie ausweiten müssen, dass wir stärker die erreichen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Neige noch nicht dazu zu sagen, wir müssen pauschal für alle die Mehrwertsteuer reduzieren, sondern ich glaube, wir müssen uns jetzt konzentrieren, dass wir denen, denen wir helfen müssen, auch wirklich helfen. Das gilt für diejenigen, die als Pendler unterwegs sind, das gilt für diejenigen, die die warme Wohnung brauchen, selbstverständlich, und die auch auf den Strom natürlich angewiesen sind und für die diese Belastung besonders hoch ist. Also, damit ich es richtig verstanden habe, keine Senkung der Mehrwertsteuer, wie es ja jetzt einige unionsgeführte Ministerpräsidenten fordern, sondern eher eine Bonuszahlung. Was könnte das? Ich setze sehr darauf, dass wir nicht versuchen, das Problem mit der Gießkanne zu lösen, sondern dass wir besonders da helfen, wo der Hilfebedarf da ist. Und nicht, weil es sind natürlich auch Einnahmen, die am Ende fehlen,
es quasi auf alle breit verteilen. Also zielgerichtet denen helfen, die Hilfe brauchen. Das hat der Bund in seinem ersten Paket gemacht. Und ich denke, dass das nachgesteuert, erweitert werden muss, damit wir wirklich auch die Hilfestellung leisten, die die Menschen auch jetzt brauchen. Sagt der niedersächsische Energieminister Olaf Lies. Danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung geführt. Einen traditionell guten Draht nach Russland hat die AfD mit Tino Chrupalla an der Spitze. Noch kurz vor dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine zeigte sie großes Verständnis für Moskaus Sicht und lehnte Sanktionen lange ab. In einer Demokratie gehört das ohne Frage zur Meinungsfreiheit. Manch andere Position der AfD aber möglicherweise nicht. Und so ist sie ins Visier des Verfassungsschutzes geraten. Wie sie zum Beispiel gegen Muslime und Migranten Stimmung macht, damit lassen sich meterweise Akten füllen. Dass der Verfassungsschutz die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft und beobachtet, das versuchte die AfD vor Gericht zu verhindern. Doch wie wir heute wissen, ohne Erfolg. Martin Schmidt und Michael Heusen berichten. Als Tino Chrupalla den Gerichtssaal verlässt, ist jeder Optimismus verflogen. Die Klagen sollten seine AfD aus dem Visier des Verfassungsschutzes nehmen. Man sei doch eine ganz normale bürgerliche Partei. Die Kölner Verwaltungsrichter sahen das anders. Ja, uns hat das Urteil des Gerichts überrascht. Wir teilen die Auffassung des Gerichtes nicht. Wir werden jetzt die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, sorgsam prüfen, inwieweit wir weitere Schritte gegen dieses Urteil vorgehen werden. Und alles Weitere werden Sie dann von uns auch erfahren. Kistenweise wurden Akten in den Kristallsaal der Messe gebracht, wohin das Gericht ausgewichen war, wegen des großen öffentlichen Interesses in Corona-Zeiten. Unzählige Zitate hat der Verfassungsschutz in den vergangenen Jahren zusammengetragen, vor allem aus sozialen Medien. Aussagen von AfD-Politikern, Aussagen, die der Verfassungsschutz als völkisch-nationalistisch bewertet, wie etwa der gezielte Einsatz von rechten Verschwörungstheorien, wo es um eine angebliche Umvolkung geht. Oder Björn Höckes Ausspruch, alles für Deutschland. Für den Verfassungsschutz ein klarer Bezug zum Nationalsozialismus. Ja, ich denke, das ist heute ein guter Tag für die Demokratie in Deutschland. Wir haben sehr lange auf dieses Ergebnis hingearbeitet. Wir haben umfangreiche Materialsammlungen zum Wirken der AfD als Gesamtpartei zusammengestellt. Wir mussten jetzt ein Jahr warten auf diese Entscheidung und ich bin sehr froh, wie es ausgegangen ist. Die Einstufung der AfD als Verdachtsfall wird ganz konkrete Auswirkungen für die Partei und ihre Mitglieder haben. Beobachten, das bedeutet, der Verfassungsschutz darf auch geheime Maßnahmen durchführen. Zum Beispiel V-Leute, also Informanten anwerben, Personen beobachten oder unter bestimmten Bedingungen auch Telekommunikation überwachen. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, trotzdem können die Verfassungsschützer schon in Kürze mit der Überwachung der AfD beginnen. Herr Martin Schmidt in Köln, die AfD hatte ja argumentiert, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden, käme einem Parteiverbot gleich. Welche Konsequenzen hat das jetzt für die Partei? Naja, ganz praktisch, das haben wir gerade im Beitrag gehört, sind es eben diese nachrichtendienstlichen Mittel, so ähnlich, mit der die Partei jetzt eben beobachtet werden darf. Wenn man aber sich anschaut, wie die Erzählung der Partei schon lange ist, der Verfassungsschutz, der sei nur politisch motiviert gegen die AfD unterwegs, das bröckelt jetzt eben. Denn das Gericht sagt ganz klar, nein, die Gesamtpartei zu beobachten, das ist gerechtfertigt. Und wenn die Partei bei ihrer eigenen Argumentation bleiben will, dann muss sie eigentlich jetzt in Berufung gehen. Aber da gibt es doch auch schon einige, die sagen, naja, jede Instanz, das wird ganz schön teuer und so eindeutig sind unsere Erfolgsaussichten da nicht. Lasst uns das mal überlegen. Und was heißt das jetzt für die Mitglieder und Unterstützer? Naja, es gibt die große Sorge in der AfD, dass die Beamten, dass Lehrer, Richter, Polizisten, Soldaten, davon gibt es einige in der AfD, dass die jetzt vielleicht Konsequenzen von ihren Dienstherren zu befürchten hätten. Da versucht man schon länger, diese auch zu beruhigen. Vergangene Woche gab es erst eine Rundmail mit der klaren Aussage, mit dem Aufruf an eben diese Personengruppe, bleibt bei uns, macht euch keine Sorgen. Wir haben das juristisch schon geprüft, da gibt es keine Konsequenzen, zum Beispiel für eure Versorgungsbezüge.
Aber mir sagen auch einige, sie wollen das erstmal selber von ihren Dienstherren jetzt hören und sich da einmal eben umhören. Also da herrscht jetzt eine große Unsicherheit. Und was die Wähler angeht, da sollten sich die politischen Gegner nicht zu früh freuen. Denn Extremismus und AfD, das ist jetzt keine ganz neue Verbindung. Das steht schon länger im Raum. Und gerade in den Ostlandesverbänden, die werden schon größtenteils länger beobachtet. Und das hat aber bei den Wählern bisher keine großen Konsequenzen gehabt in den Umfragen. Ganz im Gegenteil, sagen sogar manche AfDler, uns hat es dort sogar geholfen. Danke, Martin Schmidt, für die Einschätzung. Die AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall des Verfassungsschutzes. Michael Stempfler vom Südwestrundfunk hat dazu diese Meinung. Mein Empfinden hat mich also nicht getäuscht. In den vergangenen Jahren gab es viel zu viele Hinweise auf Verfassungsfeindlichkeit bei der AfD. Und diese Angriffe auf die Demokratie müssen wir uns nicht mehr gefallen lassen. Weder dass Parteifunktionäre Messermänner in einem Atemzug mit Kopftuchmädchen nennen und damit Hass etwa auf muslimische Kinder schüren. Noch dass Verschwörungserzählungen verbreitet werden, etwa dass Eliten dieser Welt Völker austauschen wollten. Ab heute kann man bei der AfD ganz offiziell von einem rechtsextremistischen Verdachtsfall sprechen. Nur sollte das Urteil heute keine falschen Hoffnungen wecken. Die Gefahr ist groß, dass sich die AfD als Opfer stilisiert. Der böse Staat wolle sie bekämpfen. Umso mehr muss uns allen klar sein, es gibt auch heute keinen Anlass, sich zurückzulehnen. Der Kampf gegen die Feinde der Demokratie lässt sich nicht an einen Nachrichtendienst outsourcen. Wir sollten uns zum Beispiel alle fragen, warum viele Erstwähler in Ostdeutschland bei der Bundestagswahl die AfD gewählt haben. Woher kommt der Frust der jungen Generation? Welche demokratischen Parteien oder Organisationen kümmern sich eigentlich darum? Diese Fragen kann der Verfassungsschutz bestimmt nicht beantworten. Da sind wir alle selbst gefragt. Und das war die Meinung von Michael Stempfler. Und was jetzt noch fehlt, ist das Wetter, Carsten. Tja, Karin, es geht frühlingshaft weiter. Wenig Änderungen bei diesem Hochdruckwetter. Und das heißt, tagsüber viel Sonnenschein, milde Temperaturen. Nachts allerdings wird es kalt bleiben, verbreitet frostig, denn die Nächte bleiben sternenklar. Nur wenige Wolken werden heute Nacht vor allem zum Beispiel über den Osten hinwegziehen, dünne Schleierwolken. Tagsüber gibt es dann am Vormittag über der Ostsee ein bisschen hochnebelartige Bewölkung. Die löst sich auf und dann gehen wir erneut überall in Deutschland mit sehr viel Sonnenschein von früh bis spät durch diesen Tag. Zu den Temperaturen. Nachts habe ich ja schon angedeutet, es wird erneut kalt. -2 bis -6 Grad in den Mittelgebirgen und am Alpenrand -8 bis -10. Frostfrei bleibt es zum einen am Niederrhein, zum anderen auf Helgoland. Tagsüber steigen die Temperaturen jetzt Tag für Tag sogar noch mehr an als zuletzt. So erwarten wir morgen 10 bis 13 Grad, im Breisgau bis 15 und am Niederrhein bis zu 16 Grad. Die weiteren Aussichten, viel Sonnenschein auch in den nächsten Tagen, am Donnerstag und Freitag am ehesten im Osten ein paar Wolkenfelder. Am Donnerstag bis zu 18 Grad, am Freitag Temperaturen zwischen 8 und 17 Grad. Danke, Carsten. Und damit verabschieden wir uns. Hier geht es jetzt weiter mit Be Foreigners, einer Krimiserie über Zeitreisende aus der Vergangenheit. Das Nachtmagazin um 0.30 Uhr heute mit Julia Niharika-Senn. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann.